vor rund 3 Monaten einen spannenden Workshop gehabt bei einer großen deutschen Privatbank. Und das Bankenwesen ist ja total im Umbruch mit Bitcoin und all diesen Geschichten. Und die investieren aktuell massiv in Startups. Da dachte ich, super cool, da über Agilität zu sprechen, weil da kann ich vielleicht auch noch was lernen. Was dann aber rauskam, also dieses Team, mit diesem Team, bei der Arbeit mit diesem Team von strategischen Beschaffung, das hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Nachdenklich deswegen, weil sie haben gesagt, wir sind da gar nicht dabei. Unsere aktuellen Werkzeuge im Bereich Startups greifen da nicht. Jetzt, auf der anderen Seite finde ich auch, die Agilität wird heute auch über alles gestellt. Und das ist die Lösung für alles, unsere Probleme. Und auch da müssen wir uns fragen, ist die Agilität das richtige Werkzeug? Darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Und dass diese Einsatzgebiete, diesen Konflikt, dieses Dilemma lässt sich sehr gut hier diese Grafik verdeutlichen. Wenn wir beim Hammer bleiben und Nagel, um ein Bild aufzuhängen, als praktisches Beispiel, dann ist das Bedürfnis und die Lösung ist klar. Also wir bewegen uns in einem einfachen Umfeld. Einfach, wir können es beschreiben, wir können es schätzen, wir können es offerieren lassen, wenn wir das denn wollen. Wenn jetzt aber das Bild die Mona Lisa ist, wir wollen das hier nach Bern bringen, die Mona Lisa, und ausstellen. Dann ist zwar das Bedürfnis klar, aber wir müssen wahrscheinlich ein paar Experten zu Rate ziehen und über Sicherheit sprechen, über Beleuchtungskonzept, Transport, Versicherung und so weiter. Das ist ein kompliziertes Problem, was wir aber mit 1-2 Loops hinkriegen sollten. Jetzt, das Problem im komplexen Umfeld ist, da ist auch das Kundenbedürfnis unsicher. Und das ist genau der Raum, wo sich die Agilität bewegt. Und nur da. Sie können zwar Daily Stand-Ups und so weiter machen, um ein Bild aufzuhängen, aber das ist dann einfach nur Overhead. Das brauchen wir nicht. Jetzt aber Agilität bietet ein Werkzeugkasten an Prinzipien, das haben wir vorhin schon gehört, Methoden und so weiter. Mir ist wichtig, dass Sie verstehen, wie wir Agilität definieren. Und mir gefällt da eigentlich eine Aussage von Steve Denning, der sagt, Agilität ist ein Mindset. Agilität ist eine innere Haltung. Es ist kein Prozess. Sondern wenn für uns klar ist, dass wir uns im komplexen Raum bewegen, dass das Kundenbedürfnis, und deswegen geht, darum geht es ja, unsicher ist, dann werden wir uns natürlicherweise sehr nahe beim Kunden aufhalten, sein Feedback einfordern in kurzen Iterationen. Wir werden versuchen, uns so zu organisieren, dass wir alle Kompetenz nahe beieinander haben in einem cross-funktionalen Team, um schnellstmöglich liefern zu können und die Risiken zu minimieren. Also, Agilität, ein Mindset, innere Haltung, kein Prozess, ganz wichtig. Oder nicht nur. Nun, wenn wir jetzt die Beschaffung anschauen, IT-Umfeld, wie wir heute beschaffen, dann haben wir zuvor das eine Idee. Wir versuchen dann, das Was und das Wie möglichst runter zu definieren. Pflichtenheft, Lastenhefte, vielleicht machen wir noch eine Vorstudie. Aber wenn wir uns eigentlich bewusst sind, dass wir uns im komplexen Raum bewegen, dann ist das eigentlich Waste, Verschwendung. Der Mensch mit der Sonnenbrille, das ist der Dienstleister, der da noch ein Angebot schreiben soll. Wir versuchen das natürlich vertraglich festzuhalten.
Und dann starten wir erst mit der effektiven Umsetzung. Jetzt haben Sie sich mal gefragt, wo dann der effektive Nutzen für den Kunden generiert wird. Er wird nicht da vorne generiert, sondern da hinten. Wir da iterativ Dinge liefern, die er auch gleich verwenden kann. Jetzt möchte ich das bestehende Beschaffungswesen nicht verteufeln, denn das ist wunderbar im einfachen und komplizierten Umfeld geeignet. Da können wir es beschreiben, wir haben die Expertise, wir können es offerieren und so weiter. Aber im komplexen Umfeld müssen wir uns davon lösen. Eine Frage an Sie. Wie lange dauert diese Phase, bevor Sie starten können? In einem komplexen, stellen Sie sich ein komplexes Projekt vor, der Softwareentwicklung, IT-Umfeld. Wie lange dauert das? Dauert das mehr als 12 Monate? Also vielleicht ein Handzeichen. Okay. Mehr als 6 Monate? Okay, da gibt es einige. 3 Monate? Kein. Okay. Jetzt, aus wirtschaftlicher Perspektive, das ist ein bisschen plakativ, ist das eigentlich Cost of Delay. Um auf das Bankenbeispiel zurückzukommen, wenn es uns nicht gelingt, den Beschaffungsprozess zu verkürzen aufs Minimum, dann wird das Startup von jemand anderem gekauft. Oder eine Innovation, die Sie vorantreiben, wird vom Konkurrent umgesetzt. Okay? Das heißt, wir müssen uns fundamental fragen, im komplexen Umfeld, ich möchte das betonen, das ist wichtig, nicht im einfachen, nicht im komplizierten Umfeld, aber im komplexen Umfeld, und da zähle ich eigentlich alle Softwareentwicklungsprojekte dazu, alle großen IT-Infrastrukturprojekte, müssen wir uns komplett neu organisieren. Was wäre, wenn wir die Beschaffung als Team durchführen würden? Was wäre, wenn wir die Beschaffung in einem Tag schaffen könnten? Einem Tag. Nicht Wochen, nicht Monate, sondern einem Tag. Da würden wir uns natürlicherweise alle zusammen, die es betrifft, in einen Raum einsperren und gemeinsam eine Lösung finden. Wir haben uns das überlegt, wie ein anwendbares Vorgehen ausschauen könnte für diesen Case. Und haben uns da ein bisschen orientiert. Ja, gibt es dann nicht andere Fachbereiche, die auch dieses Problem haben mit der Komplexität, Unsicherheit im Was, in der Lösung, in wie? Und die gibt es. Das ist Business Model, Business Modeling, Business Development, Startups, Innovation. Das müssen nicht immer nur die Startups sein, es können auch Innovationen, neue Produkte, neue Services in Ihrer Firma sein. Die haben das Business Model Canvas oder das Lean Canvas eingeführt. Canvas, Modewort, ist ein Blatt, wo alles drauf ist. Wer kennt das? Kurzes Handzeichen. Das sind etliche. Gut. Jetzt, das Coole ist, wir sparen uns sehr viel Arbeit. Das mal vorneweg. Aber das richtig Spannende daran ist, finde ich, es ist ein agiles Instrument. Sie müssen nicht das verwenden, Sie können Ihr eigenes Design. Es ist ein agiles Instrument, ein Werkzeug, was die Kollaboration fördert. Weshalb haben wir keines für die Beschaffung? Wir haben eins kreiert und das gliedert sich in 3 Bereiche. Im Zentrum, warum brauchen wir überhaupt diese Partnerschaft? Auf der rechten Seite, welche Kundenbedürfnisse
welche Ziele wollen wir erreichen mit dieser Partnerschaft? Und wie, auf der linken Seite, kann uns der Partner helfen, diese Ziele zu erreichen? Und ich denke, am einfachsten gehen wir kurz durch ein praktisches Beispiel, damit Sie das ein bisschen spürbar erleben können. Ich habe mir da ein Startup ausgesucht, Smite, ein Startup aus Zürich, was ich cool finde. Die sind eigentlich Mobility für E-Bikes. Die sind jetzt seit diesem Frühjahr am Markt. Und lassen Sie uns in der Zeit zurückgehen, Ende 2016, Dezember, und das mal mit dem Lean Procurement Canvas durchspielen. Dann haben wir den Matthias und den Yves, die das Business Model Canvas erstellt haben. Also die haben ein Business Case geschrieben, nichts anderes, und da die wichtigsten Ziele übernommen. Die wollen einen Pilot machen in Zürich und Zeithorizont wäre wünschenswert aufs Frühjahr. Da sind die Velos, da kommen die Leute raus. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine Mobile App, das ist ein digitales Unternehmen. Wir brauchen E-Bikes und wir brauchen eine Supportorganisation, die die Akkus tauscht, die die Fahrzeuge wartet und so weiter. Gut, jetzt für die Kundenbedürfnisse haben Sie sich nicht im Kämmerlein eingeschlossen, sondern haben Ihr bestehendes Team dazugenommen, das Entwicklerteam. Also das Entwicklerteam ist von Anfang an dabei und hat jetzt eine Doppelrolle. Entwicklerteam und Beschaffungsteam. Okay. Und die sind dann hergegangen und haben die Kundenbedürfnisse anhand der Ziele begonnen runterzubrechen. Dabei haben sie festgestellt, dass die Bikes und der Support, das ist Commodity, das haben sie im Griff. Ihre Herausforderung, wo Sie einen Partner brauchen in der Startphase, ist in der Mobile-Entwicklung. Ganz wichtig beim Kundenbedürfnissen, wie Rachel Botsman, die Mitbegründerin des kollaborativen Konsums, gesagt hat, ein echtes Kundenbedürfnis ist nicht der Bohrer, sondern das Loch in der Wand. Der Bohrer ist, ist nicht das Kundenbedürfnis, sondern das Loch. Also das, was Sie dort beschreiben, sind echte Kundenbedürfnisse. In diesem Fall von Smite, ja, zuerst müssen die Velos gefunden werden. Die sind irgendwo in der Stadt verteilt. Die müssen einfach ausgecheckt werden können. Also die haben einen Schließmechanismus, dass sie nicht gestohlen werden. Also die müssen einfach ausgecheckt werden können. Und natürlich Payment, man will vom ersten Tag was verdienen. Das muss dabei sein. Jetzt das Entwicklerteam kann grob abschätzen, zu welchen Timeslots das passen könnte. Aber es ist mal ein erster Guess. Man kann auch antizipieren, welche Fähigkeiten denn der Partner mitbringen muss. Und dann, ganz wichtig, das Team arbeitet gemeinsam aus, wie man denn mit dem Partner zusammenarbeiten möchte. Wie ist das Kollaborationsmodell? Welche finanziellen Mittel stehen uns zur Verfügung? Jetzt die Mobile App in diesem Case, die ist strategisch. Also es ist wichtig, von Anfang an zu sagen, wir haben einen Insourcing Case. Der Partner wird uns unterstützen, am Anfang Spitze brechen. Wenn wir erfolgreich sind, dann wollen wir das insourcen. Das sind wichtige Informationen. Natürlich müssen wir uns auch im Klaren sein, was denn wie sich das fachlich, die Customer Journey einordnet, welche technischen Gegebenheiten schon da sind, technische Architektur, also da gibt es noch weitere Informationen. Aber wir wollen uns vorbereiten, bevor wir ins Gespräch gehen mit dem potenziellen Partner, aber nur so viel wie nötig. Genau. Wenn wir das Kollaborationsmodell haben, können wir auch die Kostenstruktur definieren. Und da ist wichtig, die geben wir vor. Wir wollen vergleichbare Angebote haben. Also in diesem Fall
haben wir ein verlängertes Werkbankmodell, also wir kaufen uns eigentlich nur Kapazität ein. Dann definieren wir, was ein Senior Level bedeutet. Der hat 5 Jahre, ist ein Ingenieur, ETH, FH-Abgänger, 5 Jahre Erfahrung und so weiter und so fort. Das definieren wir. Und der Partner, der ordnet dann seine Profile dort ein. Dann haben wir echte Vergleichbarkeit. Und noch vergessen, wir können dann auch uns selbst bewerten. Wo stehen wir, unser Team? Und das gibt uns auch eine Ahnung, eine Indikation, was uns noch fehlt. Aber wir müssen uns bewusst sein, all das, was wir da tun, auch wenn wir es in einem crossfunktionalen Team tun, wenn wir sogar allenfalls Kunden, echte potenzielle Kunden und Freunde fragen, das sind immer noch Annahmen. Wir bewegen uns im komplexen Umfeld. Also was müssen wir tun? Wir müssen das validieren. Okay. Jetzt, das Lean Procurement Canvas ist ein agiler Vertrag. Ich bin kein Jurist, aber soweit ich das verstehe, haben wir alles drauf, dass das Canvas der schlankste agile Vertrag ist nach dem mündlichen Vertrag. Also wir sparen uns auch dort wieder einen potenziellen Übersetzungsschritt, der wieder Zeit kostet. Gut, wie gehen wir jetzt da vor? Was haben wir jetzt besprochen? Wir haben ein Businessmodell. Wir haben das übernommen ins Lean Procurement Canvas. Und jetzt geht es darum, die linke Seite mit den potenziellen Partnern auszufüllen. Das tun wir gemeinsam mit dem Partner. Das heißt, Agilität ist es ganz wichtig, Mindset. Es geht um Menschen. Menschen, die zusammenarbeiten, die Produkte, Services entwickeln, für Menschen, unsere Kunden. Das heißt, wir wollen die involvieren, wir sperren die alle in einen Raum und das heißt, wenn wir Anwälte brauchen, sind die da. Wenn wir Beschaffer brauchen, sind die da. Wenn wir das Entwicklungsteam, die sind da. Wenn wir Entscheidungsträger brauchen, wenn wir nicht die volle Entscheidungskompetenz schon im Entwicklungsteam haben, dann sind die da. Und zwar von Anbieterseite wie auch von Bestellerseite. Nur so sind wir fähig, innerhalb eines Tages zu entscheiden. Was wir im Wesentlichen tun an diesem Tag, genau, dieses Vorgehen erlaubt uns dann, den Prozess aufs Minimum zu kürzen. Dieser eine Tag ist sehr individuell. Also, wenn Sie ein Facility Management über 1000 Standorte das neu vergeben müssen, das ist ein komplexes Beschaffungsprojekt. Aber da sind vielleicht ganz andere Leute, die Inhalte sind ganz anders, als wenn Sie in einem IT-Projekt dasselbe tun. Im Wesentlichen füllen Sie das Canvas aus. Wir sehen nachher noch ein Beispiel, wie das in der Praxis gemacht wurde. Und was aber der Hintergedanke ist, ist, dass sich die Menschen kennenlernen. Also die beginnen da einen Tag lang gemeinsam die Ziele zu verstehen, runterzubrechen. Vielleicht machen sie sogar eine Go-Product Roadmap, also eine agile Roadmap von Etappen, wie sie vorgehen würden, brechen das gemeinsam runter. Je nach Case, wenn es eine konfigurierbare Software wäre, könnten sie sogar schon was am ersten Ziel was liefern. Also das ist dann sehr individuell. Und am Ende des Tages wollen wir eine Bewertung. Wir schreiben nicht vor, wie Sie das tun müssen, aber es muss schnell und in einem kollaborativen Approach gehen. Eine Möglichkeit ist Confidence Vote.
von 1 bis 5. Ich finde das super cool, ich will mit denen zusammenarbeiten. Oder wenn ihr die nehmt, dann kündige ich so quasi. Und das machen wir von beider Seite. Es kann ja auch sein, dass der Anbieter es nicht cool findet. Okay. Ein super Zeichen für Agilität ist ein Team bei der CSS-Versicherung gewesen. Die haben diesen Approach genommen und auf ihre Bedürfnisse angepasst. Die haben zwei Anbieter für 4 Tage in einen Raum eingeschlossen, die Kundenbedürfnisse gemeinsam runtergebrochen, priorisiert und dann quasi Eintages-Iterationen gemacht, wo sie am Morgen geplant haben, sich committed haben und am Abend sind die echten Kunden gekommen und haben sich die Resultate angeschaut und Feedback gegeben. Am vierten Tag, am Abend, haben sie sich entschieden, mit wem sie weitergehen. Und am fünften Tag ist es einfach weitergegangen. Nicht noch, oh, jetzt müssen wir Team Ramp Up und Vertragsverhandlungen und so weiter. Kurz zusammengefasst, wenn wir wissen, warum wir eine Partnerschaft brauchen, welche Kundenbedürfnisse wir damit erreichen wollen, und wenn wir den Partner kennen und auch schon gespürt haben, kann der das, macht er Spaß mit dem zusammenarbeiten, dann haben wir ein Alignment und aber auch ein Commitment mit dem Partner vom Team, vom agilen Team gemeinsam, was wir so bisher noch nicht gehabt haben in der Beschaffung. Wenn Sie mehr erfahren wollen darüber, das Thema, das geht im Moment, explodiert es. Wir haben das begonnen mit dem Sourcing von agilen Teams. Inzwischen wird das Canvas eingesetzt für eine Governance von adaptiven Partner-Ökosystemen bei einem großen Autobauer in Deutschland. Es wird eingesetzt, bestehende Partnerschaften zu assessen. Auf einem Blatt, so, wow, wir haben ja eine Riesenabhängigkeit. Und dann gleichzeitig eine Zieldefinition zu vereinbaren, wieder auf dem Canvas, wo die Reise hingeht oder hingehen soll, gemeinsam in einem kollaborativen Ansatz mit dem Partner. Ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen inspirieren. Wie gesagt, wir glauben, es ist nicht nur in der IT-Beschaffung, wo sich jetzt vieles ändert. Es ist die Beschaffung generell. Und daran arbeiten wir jeden Tag. Und ich lade Sie dazu ein, da mitzugestalten. Das Lean Canvas ist Open Source. Testen Sie es. Kommen Sie auf die Webseite, laden Sie es runter. Wenn Sie mehr wissen wollen, kommen Sie in Kontakt mit uns. Vielen Dank. Machen wir kurz ein Confidence Vote. Wer denkt jetzt, dass wir unter 3 Monate kommen? Ich gehe jetzt nicht auf 4 Tage, ja? Aber du hast 12 Monate, 6 Monate, 3 Monate gesagt. Wer denkt, dass wir unter 3 Monate kommen? 5 ist ja, wir kommen. 0, no chance. Da kündige ich, wie du gesagt hast. Also, wer denkt, wir kommen unter 3? Unter 3 Monate, ja. Okay, das ist ungefähr 20%, 10%. Müssen wir noch ein bisschen arbeiten, aber vielen Dank, Mirko. Ganz ein innovativer Ansatz. Noch Fragen? Ja. Ja, ich habe einen. So mache ich auch mal was. Danke vielmals. Mein Name ist André Rohrbach vom EWZ in Zürich. Und für mich fehlt noch der Bezug zum öffentlichen Beschaffungsrecht. Ja. Also wenn wir dann den Tag haben, das unterstütze ich auch voll, dann habe ich noch nichts evaluiert. Also ich habe noch
kein Lieferant evaluiert oder kein Umsetzer, Entwickler oder was auch immer. Also dann fängt ja der Prozess der öffentlichen Beschaffung trotzdem erst an. Und wir haben jetzt auch nur Beispiele gesehen von nicht öffentlichen Firmen. Ja, das ist richtig. Wir haben uns bewusst entschieden, in der Privatwirtschaft zu starten. Und die nächste Raketenstufe quasi wäre die öffentliche Beschaffung. Wir haben jetzt Vertreter in Kanada, in Nordics, in der Schweiz sind wir dabei, ein Team aufzubauen, die sich damit auseinandersetzen und schauen, welche Spielräume lässt denn aktuell das öffentliche Beschaffungsrecht schon zu. Und wo könnten wir theoretisch heute schon so arbeiten? Was ich letztes Jahr erfahren habe vom Dialogverfahren, wäre es prinzipiell die Basis. Die Frage ist, muss es das Dialogverfahren sein, die rechtliche Grundlage? Aber das richtig ist primär im Moment bei der privaten Vergabe. Ja. Weitere Fragen? Gut, vielen Dank.